Wir haben uns ja gerade auch in der Liga sehr schwer getan, in letzter Zeit auswärts. Ja, in der Europa League läuft es einfach besser und ich glaube, daran sollten wir auch einfach ansetzen, dass es einfach besser lief. Wir haben auf jeden Fall genug Qualität in der Mannschaft, um auch auswärts zu bestehen. Das haben wir in der Europa League des Öfteren bewiesen und das wollen wir auch morgen wieder tun. Ich glaube, dass die Chance gut ist, sich auch ein wenig abzusetzen, gerade weil das andere Duell ja doch mit 2 und 3 Punkten, Twente und Levante 3 Punkte, schon ein sehr, sehr enges Spiel werden wird. Beide Spiele werden sehr eng werden und ich hoffe, dass wir unsere Stärke hier umsetzen können. Ja, Christian Schulz ist sehr erfahren. Allgemein vor dem Spiel wird man sich sicherlich auch nochmal unterhalten. Aber ich glaube, Christian Schulz hat die Position auch schon mal gespielt, auch wenn es lange her ist. Ich glaube trotzdem, dass wir morgen eine sehr vernünftige Formation haben werden, auch eine sehr vernünftige Viererkette. Und wir wollen natürlich versuchen, morgen auch mal wieder zu Null zu spielen. Also ich glaube, dass er diese Position ohne weiteres genauso gut spielen kann. So schätze ich ihn ein. Er ist sehr konzentriert gewesen im Training. Wir haben das natürlich auch einstudiert und haben ihn nochmal auf diese Rolle auch eingestimmt. Und ich habe jetzt überhaupt keine Probleme und gar keine Sorgen, dass wir dadurch Schwierigkeiten bekommen in der Abstimmung.